obersten Stufe. Aber da war niemand. Drum kam ich zurück. Nun, danke sehr, Mr. Arnold. Steerwald, nichts zu danken. Und darf ich sagen, wie Sie hier vor mir stehen, in Ihrem exquisiten Gewand aus schillernd Düsternis. Exquisites Gewand aus schillernd Düsternis, das klingt gut. Überkommt mich ein instinktives Verlangen, Ihnen zu dienen. Einer großen und großzügigen Dame wie Ihnen mag es verständlicherweise widerstreben, doch morgen werde ich, wenn ich darf, diesen Fleck am Sand, dieses erlesene Gewand des Infernos, das ihm noch viel heller strahlt. Exquisite, großzügige und trotzdem befleckt gewandete Schwester. Ich denke, wir kleiden Ihnen, lass es grau. Ja. Wo darf ich schlafen? Ein Baum des Winters liegt einst sanft, stand stark im Saft. Die 100 Mann, als sein Gesang zu Ende war. Eilends fort, der Blätter schar. Du wirst frei sein. Schnitzereien. Der Rest wird verbrannt.
hat uns gehören. All dies bis hin zum letzten Stein. Einst hatten wir 100 Diener und Gewänder und Kutschen. Und sie hat euch all das gestohlen. Was hat er gesagt? Wiederhole es! Lady Gertrude hat euch bestohlen. Das war's ein Diener. Warten Sie! Warten Sie! Mr. Steerpike! Eure Gemächer, Ladyschaft. Verzeiht meine Ehrlichkeit. Diese Gemächer sind unter eurer Würde. Was hat er gesagt? Es macht mich wütend, my lady. My lady. Es macht mich wütend, wütend, wütend. Ich rase schier vor Zorn. Wie können so gütige, mildtätige, großzügige, wunderschöne, erhabene Damen zu Opfern von Schuften und Dieben werden? Es macht mich wütend. Ich bin euer Domestik. Mit eurer Erlaubnis gelobe ich mit Leben und Ehre, eure Privilegien wiederherzustellen. Unsere Privilegien? Und da unsere Diener dann unsere Gebäude. Und unsere Throne? Ja, nie Drohungen hatten wir. All das, ja. Wenn Throne, Diener, Kutschen. All das. Aber was ist mit Gertrude? Kein Wort über dies Gespräch. Überlasst alles mir. Und ob wir Throne hatten, jetzt weiß ich es wieder. Lady Caris. Cora? Ihr müsst euch auf das konzentrieren, was ich sage. Ich muss meinem Schwur folgen. Wollt ihr eure Macht zurück? Oh ja. Dann kehre ich wieder. Gute Nacht, meine lieblichen Damen. Was hat er gesagt? Liebliche Damen. Was ist denn an? Ich bin so müde, mein Herr. Dann leg dich hin. Heute in einer Woche um 8 Uhr kleide den Jungen in sein Taufkleid und bring ihn her. Verständige alle Betroffenen. Wenn Sie überrascht sind, achte ich darauf. Ich will es nun mal so. Eine Zusammenkunft, um ein Ehrenfrühstück mit meinem Sohn zu begehen. Die Gräfin, Lady Fuchsia, ihre Ladyschaften Clarice und und vielleicht Boomsqualler, unsere Schwester. Ja, Lordschaft. Ich will ihn sehen. Er hat sich entwickelt. Ist weniger hässlich. Er ist ein entzückender kleiner Bursche, Lordschaft. Lasse ihm ein, was er wissen muss. Über seine Zeit, seinen Geburtsort, seine Herkunft und auch Respekt vor all seinen Vätern. Ja, vielleicht gefällt es ihm nicht. Tu es für mich, ja. Flay, bring Mrs. Flack zurück. Ich brauche dich heute nicht mehr. Bereite mein Gemach vor. Lordschaft.
alle von Sinn. Schande, es rosten zu lassen. Was die alles verschwenden. Derlei zu sagen, steht dir nicht zu, Küchenfänge. Des Doktors Assistent, um genau zu sein, Slay. Und so nur nicht so, als würdest du über mir stehen. Unsere Herkunft ist die gleiche. Gehen aus dem Weg, Skandalrotte. Wollen wir über Wege sprechen? Ich weiß genau, welchen Weg du jetzt nimmst. Ha, woher willst du das wissen? Das gibt nur seine Lordschaft etwas an. Und Mr. Fech. Oh, ich würde sagen, du besuchst die schlichten Schwestern. Halbhirn Clarice und Halbhirn Cora. Ah. Oder was umgekehrt, Slat? Oh, das steht nicht. Wie geht es dir, Slat? Ein schwaches Herz? Kranke Beine? Noch über eine Meile, weit über den Südflügel hinaus. Also, sei mir dankbar. Okay, ja. Ich hab's dir abgenommen. Ich habe es ihm gesagt. 8 Uhr am nächsten Freitag. Seine Lordschaft erwähnte es vor mir. Er dachte, es wäre zu anstrengend für dich. Und um die Wahrheit zu sagen. Er war sich auch nicht sicher, ob du in der Lage bist, für seinen Sohn zu sorgen. Nicht in der Lage. Eine kleine Lordschaft. Keine Wange. Ich habe dein Hals gerettet. Ich sagte, du hast noch Jahre vor dir. Das habe ich für dich getan. Der Abschaum muss noch zusammenhalten, finde ich. Ah, übrigens. Clarice und Cora kommen nicht. Ein Kränkeln ist der Grund, glaube ich. Oder doch Schwachsinn. Jedenfalls, das wirst du Flay ausrichten. Dann denk mir, du wärst selbst gegangen. Guten Morgen, Slay. Der junge Prinz, dessen Augen Sterne und dessen Mond ein Halbmond war, schlief tief und ahnte nicht, dass der Zwerg mit den Messingzähnen still und heimlich näher kam. Willst du um Verzeihung für deine lange Abwesenheit bitten? Was ist Kreideweiß? Was hast du? All das hier. Seht nur, dort. Der Pulverturm beim Westflügel. Die blaue Kuppel im Osten. Und der Nordflügel und die große Bibliothek dort drüben. Die Gormenghastberge und die Wildnis, soweit das Auge reicht. Also, alles und jedes. Was sonst gibt es noch außer Gormenghast? Und wem gehört all das? Das